wir sind hier in der Beratungsstelle des Caritasverbandes in Papenburg und insbesondere im Fachdienst häusliche Gewalt. Wir sind auch in Corona-Zeiten für Menschen, die uns erreichen wollen, da, sei es telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich. Am besten ist natürlich, damit wir Zeit haben, einen Termin abzusprechen, aber unsere Türen stehen auch sonst zu den üblichen Öffnungszeiten offen. Wir merken schon, dass sich durch Corona unsere Arbeit etwas verändert hat. Es gibt deutlich mehr Kontaktzahlen, auch die Kontakte über E-Mail sind deutlich gewachsen. Ja, durch die fehlenden Angebote, die es zurzeit Sportverein oder Musikgruppe oder ähnliches ist alles nicht möglich, ballt sich das manchmal zu Hause und es eskalieren Situationen, die eigentlich nicht eskalieren sollen. Auch das bekommen die Kinder mit. Da die Gewaltspirale zu durchbrechen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Auch mit Corona steht unsere Tür offen. Wir haben Hygienekonzepte. Wir sind da für die Frauen. Sie erreichen uns telefonisch, per Mail oder auch persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten. Aber manchmal ist es auch sehr hilfreich, wenn sich Angehörige, eine Freundin oder eine Nachbarin meldet, um den Kontakt erstmal herzustellen.